Hallo und willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Okay, wir sind jetzt beim Kapitel Spuk und ich mach mal weiter. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Ach stimmt, das ist das Kapitel, wo Nathan, wo die einen Unfall hatten, die Familie. Oh Mann, das ist so hart. Hupsi. Ach stimmt, das kann die ja. Oh Alter, das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Oh, ich hatte als Kind voll Angst, ich würde da nicht hinterhergehen. Was ich ja jetzt hier leider muss. Ist Keule hier? Nee. Wow, ey. Ich hatte als Kind so Angst. Ich hätte so geflennt. Ich hätte auch jetzt Angst. Da bin ich ganz ehrlich, ich würde jetzt auch die Panik kriegen. In die Ecke setzen und weinen. Ach, das ist Nathans Büro. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. So. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Nora. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Mein Gott, das ist so traurig, scheiße. Das würde ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen. Boah, ist ja übel. Oh, ist ja böse. Beta-Sonne. Oh Mann, das ist hart. Das ist echt hart. Der Kondensator in Katistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Katistan? Wir sind nun die einzige Nation ich dachte, das sind Koreaner. Mit Zugang zur Infrawelt.
Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Na hier. Oh, der Ärmste mit Augenklappe, das ist schon echt böse. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Ironisch. Sie waren beschäftigt mit den ganzen Plänen für ihre Weltherrschaft. Sollen sie doch machen. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Manipulieren, richtig. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Freunde, normales Leben weit weg. Normales Leben. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Akzeptieren, ablehnen. Aiden. Was ist mit Aiden? Ich gewöhne mich dran. Und er sieht sicher irgendwann auch an mich. Ich meine, wir haben was gemeinsam. Wir beide haben dich gern. Nachdenken. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Ich weiß es nicht. Ich kann Ryan nicht einschätzen. Ich finde, er ist ein Arsch. Ich finde aber auch, dass er unheimlich lieb sein kann und unheimlich bezaubernd. Und er sieht gut aus. Trotzdem kann er ein Arsch sein. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Ja, nicht reden. Nicht reden. Ich will nicht darüber reden. Schon klar. Geht mich nichts an. Danke, dass du dir Sorgen machst, Cole. Ah, das mit der Sonne da ist immer noch gruselig. Das ist ein riesiges Portal. Das schreit ja förmlich nach Chaos. Wahnsinn.
krass. Wir nennen ihn Betasonne. Der mächtigste Kondensator der Welt. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Komm mit, wir gehen. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Oh Mann. Betasonne, das passt. Was immer Nathan sagt, pass auf. Betasonne passt wirklich sehr gut zu diesem Projekt. Das Ding ist hier riesig. Ja, bitte. Und es macht komische Geräusche. Ich möchte da nicht unbedingt gerne rein. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Sehr schön. Na? Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Akzeptieren. Danke. Das hat sie absolut verdient. Für die Scheiße, die sie gemacht hat. Für die CIA hat sie die $500,000 wirklich verdient. Habe ich noch eine letzte Bitte an dich? Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören.
Ich will Ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Ah, akzeptieren. Gib mir deine Hände. Ich meine, ich kann ihn ja schon verstehen. Das ist wirklich sehr hart für ihn. Halt argumentieren, mitfühlend. Ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Liz. Also manchmal sind die Stimmen du findest Frieden. Ziemlich leise abgemischt, finde ich. Schwierig. Ich kann ihn verstehen, aber wenn er seiner Tochter und seiner Frau damit wehtut, muss er das akzeptieren. Irgendwann, wohl oder übel. Aber es scheint nicht so zu sein, dass er das wirklich wollte. Naja. Ist halt schwierig, so mit einem Schlag allein zu sein. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar. Blöder Arsch. Von wegen dankbar. Das fällt doch auf, wenn ihr einfach verschwindet. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Das ist ein Dämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt.
Es sind nicht nur Sie auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Warum hilft er ihr denn nicht?